Der magische Umhang. Es war einmal im Königreich Elsa Dolor. Da brachte die Königin einen sehr, sehr schönen Prinzen zur Welt. Das ganze Königreich war überglücklich. Aber dann kam der Tag der Taufe des jungen Prinzen. Als die Feierlichkeiten in vollem Gange waren, erschreckte eine unerwartete Besucherin alle. Eine alte Frau, Egael, erschien dort plötzlich, balancierte auf ihren Zehen und küsste den kleinen Prinzen dreimal. Egael segnete den Prinzen und sagte dem König, dass er Dolor heißen solle. Und dann sah sie einmal am Bein des Prinzen nach und sagte dem König, das sei ein Zeichen für einen Fluch. Das machte den König und die Königin unruhig. Als der Prinz älter wurde, stellte sich heraus, mein König, was ist, wenn Egael recht hat und unser Sohn verflucht ist? Was ist, wenn es ein Problem mit seinen Beinen gibt? Wenn sich herausstellt, dass das wahr ist, wird unser Junge andere großartige Fähigkeiten haben, die seine Gebrechen überschatten werden. So hat es die Natur schon immer eingerichtet. Als der Prinz älter wurde, stellte sich heraus, dass die Vorhersage des Fluches durch Egael und die Sorge des Königs Wahrheit wurden. Prinz Dolor krabbelte, stolperte und hüpfte, anstatt zu gehen. Es war schmerzhaft für den König und die Königin, die Leiden ihres lieben Sohnes zu beobachten. Dolors böser Onkel hatte schon lange den Thron im Auge. Nach dem Tod des Königs und der Königin hatte der böse Onkel einen finsteren Plan. Er beschloss, Prinz Dolor zu beeinflussen und den Palast zu übernehmen. Dolor, der König muss immer stark sein, damit ihr allen Attacken von Angreifern begegnen und sein Königreich vor dem Bösen schützen kann. Glaubst du wirklich, dass du dazu in der Lage sein wirst? Glaubst du, du wirst ein tapferer König sein wie dein Vater? Seine Worte drangen in den Verstand des Prinzen ein. Der böse Onkel wiederholte diese Worte immer wieder und der Prinz wurde unsicher. Und schon bald nisteten sich die Zweifel in den Kopf des jungen, gutherzigen Prinzen ein. Ich verstehe deine Bedenken, Onkel. Was schlägst du denn vor? Es gibt ein schönes Dorf weit weg von hier. Du kannst dort leben, bis du zu einem starken jungen Mann heranwächst. Dir wird es an nichts fehlen. Und deine Amme wird auch immer bei dir sein. Das klingt gut, lieber Onkel. Ich gehe vom Palast weg, aber was wird aus unserem Königreich? Ach, mach dir keine Sorgen, mein Lieber. Ich und deine Vettern werden immer gut auf unser Königreich aufpassen. Genau wie dein Vater. Also zog Prinz Dolor mit seiner Amme in ein weit entferntes Dorf, das jenseits der Berge lag. Der Prinz wurde mit Büchern und vielen Spielsachen versorgt. Aber dennoch fühlte er sich recht einsam, da er sonst niemanden hatte, der mit ihm spielte oder mit dem er reden konnte. Liebe Leute von Esalotor, der Prinz ging fort, um richtig gepflegt und dadurch stärker zu werden. Und eines Tages wird unser lieber Prinz zurückkommen, um unser Königreich zu führen. Sicher. Also verbrachte Prinz Dolor seine Tage und Nächte mit seiner Amme im fernen Dorf und fragte sich, ob diese schwere Probe jemals enden würde. Mit der Zeit lehrte die Amme des Prinzen ihn lesen und schreiben. Und so begann der Prinz, die Bücher zu lesen, die er hatte. Er las über die erstaunlichsten Länder auf der Erde und träumte davon, dorthin zu gehen. Wie gerne würde ich in diese Länder reisen und sie mit eigenen Augen sehen. Während er sprach, hörte er hinter sich ein Klopfgeräusch. Und als er sich umdrehte, war da die süß aussehende alte Dame Egael in einem Sternenkleid. Lieber Prinz, ich bin deine Patin
Und ich bin gekommen, um dir den Weg deines Schicksals zu zeigen. Alle meine Träume, mein ganzer Ehrgeiz, das sind nur schöne Gedanken. Aber die Angst, die in mir ist unbesiegbar. Ich habe es versucht, Patin. Ich habe es versucht. Ja, Dolor. Aber ich kann dir helfen. Das ist der Grund, warum ich gekommen bin, um dir etwas Besonderes zu schenken. Nimm dies. Was ist das, liebe Patin? Das ist dein Reiseumhang. Sag einfach Abracadabra, dum dum. Und er bringt dich dorthin, wo immer du willst. Denke immer daran, dass Abracadabra herum dich zurückbringt. Nimm ihn, denn ich muss gehen. Ich werde dich aber wieder besuchen kommen. Der Prinz sah, wie sich der Umhang zu einer Kugel zusammenrollte, nahm ihn ab, legte ihn in seinen Spielzeugschrank. Prinz Dolors Herz schlug höher, als er daran dachte, was die Patin über den Umhang gesagt hatte. In den kommenden Tagen hielt Prinz Dolor den Umhang im Schrank versteckt. Aber wenn er allein war, holte er ihn hervor und fragte sich, ob das wirklich ein magischer Umhang war. Die Patin will mir nur Gutes. Ich sollte den Umhang ausprobieren. Erinnere dich an meine Worte, Prinz. Besiege deine Ängste und du willst mit Erfolg und Ruhm gesegnet sein. Du kannst nicht laufen, rennen oder springen, aber du wirst fliegen können. Benutze den Umhang. Als dann der Prinz beschloss, den Umhang auszuprobieren, siehe, da entfaltete er sich langsam von selbst und lag wie ein Teppich auf dem Boden. Der Prinz beobachtete das und seine Augen leuchteten vor Staunen. Dann probierte er ihn zögernd aus. Was hat die Patin gesagt, damit er fliegt? Oh ja, Abracadabra dum-dum. Und gerade als der Prinz die magischen Worte ausgesprochen hatte, stieg der Umhang langsam höher und höher und flog aus dem Fenster in den dunkelblauen Himmel oben und ließ die Erde weit unter sich. Es war Abend, als der Prinz seinen ersten Flug auf seinem magischen Umhang unternahm. Kalte Winde wehten und er stieg den dunkelblauen Himmel hinauf. Bald sah er die Sterne, erst ein, dann viele und dann unzählige. Aber die Brise wurde kälter und der Prinz zitterte. Ich sollte jetzt zurückkehren. Oh mein Gott, was waren die Worte, um umzukehren? Abracadabra, rum. Er war nicht ganz sicher, aber sobald Prinz Dolor die richtigen Worte sagte, begann der Umhang umzukehren. Als er den Turm erreichte, schlüpfte er langsam hinein. Der Prinz hatte den Umhang an, als sich die Tür öffnete. Abendbrotzeit, Prinz. Oh, du siehst heute so gut und gesund aus. Das ist schön. Genieße dein Abendessen und schlafe gut. Der Prinz aß hungrig sein Abendessen, aber einschlafen konnte er nicht so leicht. Er musste immer nach draußen schauen und dachte aufgeregt darüber nach, wohin er am nächsten Tag fliegen sollte. Am nächsten Tag konnte Prinz Dolor das Ende seines morgendlichen Unterrichts kaum erwarten. Und als er dann alleine war, nahm er den Umhang heraus und zog ihn an. Abracadabra, dum dum. Und der Umhang flog auf seiner Kommode über den wunderschönen Hügel des Hochlandes. Ich wünschte, ich hätte eine magische Brille, die mir helfen könnte, diese schönen Orte und Dinge aus der Nähe zu sehen. Kaum hatte er seinen Wunsch ausgesprochen, da fiel ihm eine magische Brille auf die Augen und er konnte die Dinge so nah sehen, dass er sie fast berühren wollte. Mit Hilfe der magischen Brille konnte Prinz Dolor jeden Grashalm, jede winzige Knospe und Blume sehen. Dann sah er einen Vogelschwarm ziehen und begann dorthin und mit dem Schwarz um die Wette zu fliegen. Hurra! Das macht so viel Spaß! Er war ganz versunken in seine neu entdeckte Freiheit und sein Glück, aber langsam wurde dem Prinzen doch kalt.
Ich wünschte, ich hätte eine Decke, um mich warm zu halten. Eine Decke erschien magisch und hielt ihn warm. Aber dann bemerkte er, dass er auch sehr hungrig war. Ich bin so hungrig. Ich wünschte, ich könnte etwas zu essen haben. Und genau wie die Brille und die Decke erschienen alle Lieblingsgerichte des Prinzen magisch vor ihm, damit er essen konnte. Nach dem leckeren Essen schlief Prinz Dolor langsam auf dem Umhang ein. Der Prinz wachte auf, als er Wasser auf seinen Händen spürte. Jetzt, ganz munter, flog der Prinz weiter. Er war nun in einem Land, in dem wunderschöne Flüsse, Tiere, Bäume und sogar ein Wasserfall zu sehen war. Oh, ich wünschte, ich könnte alles besser hören. Und in diesem Moment schickte ihm die Patin ein paar silberne Ohren, die über seine eigenen passten. So konnte er dann alles hören, was er wollte. Sein fliegender Umhang senkte sich hinunter und als er der Erde näher kam, sah ein junges Mädchen, Lil Bee, auf einem Feld vor einem Wolf davonrennen. Der Prinz schnappte nach Luft, als er ihre Not sah. Oh, der Wolf wird sie bald einholen. Ich muss etwas tun, um ihr zu helfen. Und dafür muss ich von diesem Umhang herunter. Und ohne viel Aufheben sprang Prinz Dolor nach unten und rannte los. Zuerst langsam und stetig, aber dann immer schneller auf den eigenen Füßen. Als er sich dem Wolf näherte, puff, verschwand der Wolf wie durch Zauberhand. Oh, liebe Patin, stehe ich auf eigenen Füßen? Ja, Prinz Dolor, erinner dich, ich hatte dir gesagt, wenn du deine Angst überwindest, wirst du erfolgreich sein. Das ist das Gesetz und Geschenk der Natur an alle, die an sich glauben. Die lächelnde Patin verschwand und der Prinz und das Mädchen Lil Bee wurden Freunde. Eine Woche später. Du bist der rechtmäßige Erbe des Throns, Prinz. Ich meine, eure Hoheit. Dein böser Onkel ist nicht mehr. Und du solltest schnell in dein Königreich gehen, bevor jemand anderes deinen Thron beansprucht. Und als der Prinz der Amme zuhörte, traf er eine Entscheidung. Danke. Ich werde versuchen, schnell dorthin zu gelangen. In dieser Nacht nahm der Prinz den Umhang heraus und sagte: Lieber Umhang, bitte bring mich sofort in mein Königreich. Der Umhang verstand. Und in dieser Nacht führte er den jungen Prinzen in sein Königreich Elsa Dolor. Als sie in Dolors Königreich hineinflogen, kam eine bunte und leuchtende Elster zu ihnen und begann mit dem Prinzen zu sprechen. Grüß dich, lieber König. Komm mit mir und ich werde dir dein Königreich zeigen. Die Elster zeigte Dolor den gesamten Palast. Und dann zeigte sie ihm den Thron, gerade als die Minister überlegten, wer jetzt auf den Thron sitzen sollte. Der Prinz dachte an die Worte seiner Amme und so flog er vor sein Volk und alle waren erschüttert und fassungslos. Liebes Volk, ich bin Prinz Dolor, euer König und rechtmäßiger Erbe dieses Throns. Als die treuen Minister den Prinzen und das Mahl an seinen Füßen sahen, erkannten sie ihn, hatten aber immer noch einige Zweifel. In diesem Moment sah Prinz Dolor, wie Eindringlinge sein Königreich angriffen, weil sie vom Tod seines Onkels erfahren hatten und nun das Königreich erobern wollten. Aber der tapfere Prinz mit seinem magischen Umhang besiegte die Feinde. So überzeugt und glücklich begannen die Menschen des Königreichs zu jubeln. Und so wurde aus Prinz Dolor nun König Dolor. Er regierte sein Königreich mit Bedacht und schützte sein Volk während seines ganzen Lebens vor allen Schäden und wurde bald König des Volkes genannt. Und seine kluge Amme ernannte er zur Premierministerin an seiner Seite. Und was Lil Bee betrifft, so verliebten sich die beiden ineinander.